Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei Jump TV. Die ESO 2016 ist wieder in vollem Gang und wir berichten wie jedes Jahr von den verschiedenen Ständen. Rund 260 Aussteller sind dieses Jahr wieder mit dabei und wir zeigen euch einen kurzen Einblick. Gehen wir schauen. Hier schmeckt es ganz fein und es hat grosse Torten. Was hat das auf sich? Kannst du mir kurz erklären, was das für ein Stand ist? Ja, wir sind hier bei der Tortenkünstlerin. Also ich werde Annekin von Gerlafingen. Ich bin Tortenkünstlerin, Cake-Designerin und kreiere außergewöhnliche, schöne Torten. Ist das ein offizieller Beruf, den man lernen kann? Nein, leider nicht. Wie kommt man denn zu diesem Beruf? Ja, zuerst war es ein Hobby, nachher ist es eine Leidenschaft geworden und mittlerweile habe ich einfach die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Also mein Ziel ist es eigentlich, dass auch eine Mami und eine Hausmami ein Hobby kann verfolgen und mit dem auch ein gutes Sackgeld verdienen. Und es ist möglich, wie man sieht. Am liebsten würden wir da jetzt gerade mal reingreifen. Hat es noch keine Besucherinnen und Besucher gegeben, die hier in Versuchung gekommen sind? Natürlich. Sie längen drauf, sie längen dran. Man kann es nicht verhindern, es macht nichts. Aussen wären sie echt, innen ist Styropor, also respektive Dummy. Genau. Aber wenn sie dann verkauft werden, ist innen natürlich nicht Styropor, oder? Nein, natürlich nicht. Dann ist das drin, was der Kunde wünscht. Das kann von Schokokuchen, Zitronen sein, Rüebli, klassisch. Oder auch Wunderkuchen mit diversem Aroma und von Füllung her Nougat, Karamell, was man will. Wie sind die Reaktionen von den Besuchern am Besuchen? Was sagen sie, wenn sie die Torte sehen? Ja, sie sind positiv überrascht und es ist natürlich ein Aufsteller. Also es ist ein immenser Aufwand, so eine Torte. Jetzt haben wir ein paar hier. Es macht schon ein paar Freude, ich habe sehr Freude. Ich danke jedem Kunden, der kommt und nur ein Kärtchen nimmt oder jemand, der etwas kaufen kann oder nur ein Wow. Das ist sehr schön. In dem Fall wünsche ich ganz viel Erfolg. Merci vielmals, danke schön. Das hier sieht aber ganz speziell aus. Ich habe neben mir jemanden, der weiss, was das ist. Kannst du mir das kurz erklären? Ja, wir haben hier einen Tornos-Langdreier, wo wir Uhrenschrauben drauf produzieren. Und jetzt ganz genau, was ist das? Das ist eine CNC-Dreimaschine, wo wir eben Schrauben können fertigen. Und wie funktioniert die? Wie ist die aufgebaut? Es ist so, die Stange wird vorgeschoben, das Teil wird näher gedreht, das Gewinde wird drauf gemacht, der Schlitz wird gefräst und dann wird es ausgeworfen und schlussendlich kommt es dann hier unten raus. Okay. Und wieso habt ihr das Ganze hier mit an die ESO genommen? Was wollt ihr mit dem zeigen? Also, sie wollen eigentlich eine Firma, wenn wir bekannter machen. Zeigen, dass der Industriestandort Schweiz, dass es den noch gibt und auch erfolgreich noch machbar ist. Und auch einerseits einfach bekannt machen und die Leute anzuwerben, schlussendlich auch Lehrlinge. Herzlichen Dank. Merci euch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe das Gefühl, ich befinde mich hier gerade in einer Beiz drinnen. Neben mir sitzt der Charlie. Hallo Charlie. Hallo. Kannst du mir geschwind erzählen, was das hier mit dieser Beiz auf sich hat? Ja, das ist unsere Wirtschaft zum Freisinn von der FDP vom Kanton Solothurn. Und was ist euer Ziel hier mit diesem Stand an der ESO? Ja, wir hocken hier jetzt am Stammtisch und am Stammtisch tut man politisieren, jassen, ein bisschen berichten über Gott und die Welt. Und genau das wollen wir mit den Besucherinnen und Besuchern hier von der ESO ein bisschen schnurren und zusammen sein. Wie kommt der Stand an bei den Besucherinnen und Besuchern? Also, unsere Reaktionen waren bis jetzt super gewesen, dass wir wirklich einen coolen, schönen Stang haben und dass wir uns wirklich viel mehr eingegeben haben mit der Einrichtung. Könntet ihr mir ganz kurz erzählen, was das hier für ein Stand ist und was man hier sehen kann? Wir sind von der Firma Gesabo. Die Firma Gesabo ist ein Abo-Service für 400 verschiedene Zeitschriften. Und wir akquirieren natürlich eben Abos akquirieren bei den Leuten. Oder? Für mich als Jugendlicher stellt sich hier natürlich die Frage, ist das überhaupt noch aktuell mit diesen Heftchen, mit diesen E-Books und all diesen Sachen, die es jetzt gibt? Wie ist das? Sagen Sie mal so, es wird immer noch gelesen. Es wird auch in Zukunft gelesen. Aber Sie haben schon recht, dass, in den letzten 3-4 Jahren merkt man schon, dass es ein bisschen Konkurrenz rum ist, auf Deutsch gesagt. Oder? Und jetzt möchte ich natürlich noch wissen, welches das Ihr Lieblingsheftchen ist. Mein Lieblingsheftchen. Mal schauen, was das ist. Skill. Das kennen wir natürlich. Das ist es, ja. Aus welchem Grund? Weil ich Kultur gerne habe und da innen findet man eigentlich alles. Reisen, kulturelle Sachen. Das ist ein gutes Magazin, ja. Super, herzlichen Dank und schöne ESO. Ja, merci auch, danke schön. Wie viele Mal seid ihr jetzt hier schon an der ESO? Jetzt sind wir schon 3 Mal an der ESO gewesen. Und es ist auch immer ein Erfolg. Es hat sehr viele Leute. Wobei wir sprechen vor allem die Leute grösser 55+. Das ist für uns eigentlich das Zielpublikum. Wir machen ja Präventionskampagnen im Auftrag des ACS. Und darum ist es für uns auch wichtig, dass wir hier Publikum haben, die eben zum Teil aus dem Alter sind.
Wie ist denn der Stand aufgebaut? Man sieht hier ganz viele interessante Sachen. Und dir möchtest du erklären, was das alles ist? Gern. Also hier sehen wir jetzt als erstes mal einen Fahrsimulator. Da führen wir den Reaktionstest durchführen von den Leuten. Die Leute müssen nachher eine Notbremsung machen und wir schauen, wie lange die Reaktionszeit ist. Darf ich das gerade mal ausprobieren? Ich war zwar noch nicht 55, aber das würde ich gerne mal schnell ausprobieren. Gut, und wie wird uns das hier gemessen? Dann müsst ihr da auf dieser Seite den Sicherheitsgurt nehmen. Dann wäre es jetzt bequemer so. Ja. Gut. Jetzt ist das ein Automat. Das heisst, ihr müsst nur mit dem rechten Bein Gas geben und bremsen. Und mit dem linken Bein müsst ihr gar nichts machen. Wir würden anfangen, also das erste Mal würden mit einer Geschwindigkeit fahren von etwa 50 km pro Stunde, geradeaus. Und wenn ihr nachher einen Pfeifton hört, dann müsst ihr bremsen. Okay. Ist das für euch so okay? Ja. Gut, dann würden wir da mal starten. Das ist jetzt eure Fahrt, die ihr hier gemacht habt. Da sehen wir hier den Weg während der Reaktionszeit von diesen 7 Metern und nachher die 16 Meter Bremsweg. Das gibt nachher eine gesamte Strecke von 23 Metern, wie etwa diesen 50 Kilometern, die ihr gefahren seid. Okay. Wir befinden uns hier an einem Stand, wo man ins Seilbändli einsteigen kann und sehr schön abheben kann. Es hat auch noch Ski drin. Aber ich vermute, es ist etwas zu warm zum Skifahren. Was hat das auf sich? Also, wir sind dieses Jahr Gastregion hier an Heso. Wir sind von der Bergbahn Meiring-Hasliberg und von Haslital-Tourismus. Und eben, wie ihr seht, das sind unsere Gondelbändchen, die ihr am Hasliberg findet. Genau, und ja, wir dürfen hier uns gleich auch vorstellen, unseren Schwingerkönig, wo, also Matthias Glarner ist auch hier gewesen und wird dann erst Samstag wieder hier sein. Genau. Wie war das, das Band hierher zu transportieren? War das schwierig? Ich muss ehrlich sagen, da war ich gar nicht dabei. Aber es ist schon, es ist 400 Kilo. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Eben, das glaube ich, ja. Was ist denn speziell für eure Region? Was macht euch aus? Ja, also wir sind zwar eher klein, aber wir haben ein sehr grosses Angebot, eben von den Bergbahnen her natürlich. Wir haben sonst Winter, sonst Wintersport ist sehr schön, wir sind sehr gut gelegen, eben zuhinterst im Berner Oberland. Man kann es sehr gut erreichen und es ist halt einfach wunderschön. Also zusammengefasst, klein, aber auch hoch. Genau, richtig. Gut, super. Dann einfach ganz schöne Heisona. Merci vielmals. Wir sind hier am nächsten Stand angelangt. Neben mir steht der George, der so wie er angeschrieben ist. George, kannst du mir erzählen, was es da an diesem Stand gibt? Ja, aber müsstest du gerne reden, bitte? Okay, ich suche glaube ich jemand anderes, der mir da Auskunft geben kann. Der George hat mir ja vorher keine Auskunft gegeben über diesen Stand. Ich habe jetzt jemanden gefunden, der mir Auskunft geben kann. Könntest du mir kurz erzählen, was dieser Stand auf sich hat? Wir versuchen eigentlich mit Musikboxen, Flipper und eben so 50er Jahre Retro-Sachen über die Runde zu kommen. Wie sind die Reaktionen von den Besucherinnen und Besuchern? Eigentlich relativ gut, das tun sich alle ihre Jugend erinnern. Wenn man hier bei diesem Stand angelangt ist, schüttelt es einem mal ganz zuerst mal zünftig durch. Was hat das auf sich? Ja, also da, hier wird die Tiefenmuskulatur gestärkt. Das ist ein Vibrationstraining. Vibrationstraining ist eigentlich das beste Training, was man machen kann. Man trainiert ca. 6 bis 8 Mal schneller als aus dem Stand heraus. Ja? Für was ist es dann gut? Für die Tiefenmuskulatur, für die allgemeine Muskulatur. Sie trainieren hier zum Beispiel nahezu 100% ihrer Muskeln, also auch der Muskeln, die nicht vom Gehirn gesteuert werden. Und bei einem normalen Training ca. 60% ihrer Muskeln. Wie reagieren die Besucherinnen und Besucher auf ihren Stand und auf das Gerät? Ja, sehr, sehr gut. Sie sehen ja, es ist immer Leben bei uns. Wir sind am Abend fix und fertig. Richtig durchgeschüttelt. Macht richtig Spaß. Herzlichen Dank. Mhm, gerne.